Ja, natürlich weiß ich, dass es Vandenberg und nicht Vandenberg heißt, aber ey, bei der PDC sagen wir auch Vandenberg. Also, das ist so eingedeutscht. Also, ich stimme für Vandenberg und Ende. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Datarossa Darts und wie ihr schon seht, es geht um den diesjährigen Target Launch 2022. Wir haben September und es gab den Players Launch von, ja, habt ihr alle mitbekommen, Dimitri Vandenberg und seinen neuen Dartmodellen. Ja, Target Launch 2022, es wurde viel spekuliert, es ist auch einiges im Vorab durchgesickert. Spätestens eine Woche vorher, als Target dieses Bild mit dem Hut gepostet hat, wusste man schon, es geht in Richtung Gelb-Rot mit dem Hut. Ja gut, der Dreammaker, das Tanzen, das lag irgendwo nah, man konnte sich es dann ja, gut vorstellen und denken. Ich hatte mit dem Olli von Ollis Dartgarage einen kleinen Austausch auch vorher. Wir fanden es eigentlich auch beide schade, wie viel tatsächlich durchgekommen ist und wie viele Illusionen dann halt auch geplatzt sind, als die Leute auch merkten, okay, es kommt keine andere Dart-Range, sonst kommt ja, wie, ich sag jetzt mal, letztes Jahr war es, glaube ich, die HEMA und die Nastri-Serie, davor war es irgendwie mal Bolide und Orb. Diese Serien kamen jetzt nicht, es kam kein neuer Gabriel Clemens Dart und viele andere Wünsche und Spekulationen, die ich da im Internet gelesen habe, sondern es kam das hier. Also die Dimitri Vandenberg, drei Steel Darts, einmal Brass Dart, 80-90% Tungsten Generation 1, eine Sammlerbox Limited Edition auf 2500 Stück limitiert. Ein bisschen was mit Swiss Point, ein bisschen was mit Flights. Es gibt ein neues 8-Flight-System mit dem Design von Dimi, habe ich gesehen. Ja, für den einen ist es super, weil der Launch komplett auf Dimitri ausgerichtet ist. Andere hätten sich halt vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, aber das Jahr ist auch noch nicht vorbei. Ne? Also wir wissen nicht, was kommt, was Target da vielleicht noch Launch. Meine persönliche Erfahrung zum Launch war, dass ich die Produkte sehr schwer diesmal bekommen habe. Also ich habe gesehen, dass mein Paket aus England noch im Zoll steckt, deshalb musste ich von hier und da zugreifen. Und dann habe ich Mittwoch 1:30 irgendwie noch die Limited Edition bestellt und mit Express versandt und dann war es erst auf der Kippe, jetzt hat es doch irgendwie geklappt. Also ich bin froh, alles hier zu haben. Deshalb auch kein Video am ersten Tag, weil ich hatte keinen Bock drauf, jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt nur zwei Darts, die ich schon da habe und den dann nicht. Wenn, dann gucken wir uns halt das gesamte Paket an. Ja, was erwartet uns heute? Wir schauen uns im Detail den Grip, das Design an. Wir sprechen ein bisschen über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kommt aber bald noch ein cooles Video zu. Und ja, wir gucken uns klar auch die Limited Edition an. Vielmehr auch ein bisschen so das Gameplay mit dem Generation 1 Dart. Habe ich jetzt schon bestimmt 6 Stunden gespielt, also richtig viel an Bord gewesen. Ich sehe auch schon langsam so ein paar kleine Macken da drauf und ich zeige euch einfach mal ein bisschen, wie fliegt der, was hat er für Eigenschaften und wie liegt der mir tatsächlich auch. Ich würde sagen, damit gehen wir mal in die Nahaufnahmen, schauen uns die Darts mal ein bisschen genauer an. Der Generation 1, 90% Tungsten Steel Dart, ein Dart, der ja sehr, sehr viel unterschiedlichen Grip mit sich bringt. Ihr bekommt den Dart in 21, 23 und 25 Gramm Barrel-Gewicht. Wir fangen einmal vorne mit der Spitze an. Und zwar ist das die neue DX Swiss Point. DX Swiss Point bedeutet hier in dem Fall, dass ihr drei verschiedene Gripzonen habt. Und zwar beginnt es mit einem Diamond-Grip. Dadurch hält die Spitze wirklich perfekt im Board. Es ist ein bisschen mehr Verschleiß, ja. Ich habe auf dem Kanal hier mal einen Vergleich gemacht zu anderen Spitzen. Da schneidet die Diamond Point ja leider mit am schlechtesten ab, aber dafür hält sie halt auch brutal. Für alle Fans von Fingergrip finden wir in der Mitte so einen ganz feinen, ganz leicht angerillten Nano-Grip. Sehr schöner Übergang zwischen den Grip-Bereichen. Also es fühlt sich wirklich an wie eine, ja, Spitze, die ja fast glatt ist, aber sobald man so ein bisschen so zugreift, mal so ein bisschen mit dem Fingernagel reingeht, dann merkt man schon, ja, da ist ordentlich Grip und genau im Übergang finden wir dann diesen, ja, so ein bisschen, ja, Searchpoint-mäßigen, ja, fast so ein bisschen so pixeligen Grip. Also wirklich ein Highlight für alle, die gerne vorne einen Finger drauflegen. Sehr, sehr gut ausgearbeitet.
Vorne beginnt das Barrel mit einem Grip, der so ein bisschen an den vergangenen Raymond van Barneveld Dart erinnert. Der hat so ja, eine sehr, sehr schöne Struktur. Das sind so wie so leichte Rauten eingefräst. Und ja, das ist eine super Kombi. Also für alle, die vorne den Finger auflegen oder so in den Übergang legen zwischen Spitze und Barrel. Ja, ich habe eine leichte Kante mit drin, aber die fällt dann gar nicht mehr auf. Sobald ich den hier vorne greife, merke ich diesen Grip schon enorm und rutsche auch nicht großartig ab. Obwohl ich den Dart nicht gerne vorne halte, habe ich es ausprobiert und es ist super. Also mega, mehr geht nicht. Vorne eingefärbt in so einem leichten, ja, ich sag mal fast Militär, grau, dunkel, Sandfarben nennt es Target. Dann noch dieser ganz feine Nano-Grip, der leidet ein bisschen, wenn der Dart mehr gespielt ist. Also ich habe da schon so ein paar kleine Macken drin. Und dann kommen wir so ins Herzstück, in die Mitte. Ein typischer, relativ scharfkantiger Ringgrip. Ihr seht hier diesen Doppelringgrip, der ist fein aufgebaut. Das heißt, auch da sollte man ihn regelmäßig reinigen, damit er sich nicht zusetzt mit Hautschuppen, Hautfett etc. Der lässt ein kleines bisschen jetzt schon nach bei mir beim Spielen, aber nichtsdestotrotz, ich habe das gesamte Barrel bis zur Spitze vorne durch quasi überall irgendwo Grip. Dann haben wir das Target-Logo einmal dabei und hinten nochmal einen recht scharfkantigen Shark Grip. Durch die 90% Tangsten ist der Dart ja schlicht, gerade und relativ dünn gehalten. Der Grip kommt gut durch. Also es ist jetzt nicht sowas wie bei, ich sag mal, Adrian Lewis, was nach viel Grip aussieht, aber wenig Grip dann im Endeffekt hat. Die 80% Variante vom Dimitri Vandenberg Dart ist, ja, ich sag mal so, der kleine Bruder der Gen 1, die etwas abgespecktere Variante. Allerdings ja, auch interessant, aber nicht ganz so meins. Das Barrel, das besitzt einen Ringgrip. Klar, das Barrel ist ein bisschen dicker. Wir haben hier diese 80% Tangsten-Variante. Das Target-Logo hinten auch nur einen Ring und keinen Shark-Grip. Dafür diese schöne ja, Schwarz-Silber-Musterung. Erinnerte mich so ein bisschen an die Bolide-Serie bzw. Orb-Serien, so im Entferntesten. Ja, Swiss-Point-Spitze, allerdings da standardmäßig nur die glatte mit dabei. Also kein Nano-Grip, keine DX-Point, nichts. Schönes Flight-Design, das muss ich sagen, finde ich bei beiden echt cool designt und gelungen. Auch später nochmal bei der Special Edition, bei der Limited Edition gucken wir uns das auch nochmal genauer an. Ja, es ist die etwas feinere Variante. Ich habe sie jetzt hier in 24 Gramm, gibt es aber auch in 22 oder 26 Gramm. Es ist jetzt kein Dart, der mich so extrem direkt anspricht, auch weil es liegen nur knapp 20 Euro dazwischen. Der hier kommt mit knapp 55, 56 Euro, schlägt er zu Buche. Die Gen 1, die bekommt er teilweise schon auch so für 75 Euro. Und ich denke auch, das ist ein gerechtfertigter Preis. Allerdings, wenn ich mich entscheiden müsste, Gen 1 oder 80% Variante, dann auf jeden Fall den Spielerdart. Aber ich bin mal gespannt, ja, wie schnell gewöhnt er sich dran und ist das jetzt alles so fein und gut abgestimmt oder wird er der nächste Michael van Gerven, der wieder auf seinen alten Dart zurückgreift, der sich ja komplett ja, verändert hat. Wir sehen hier nochmal alte Bilder aus dem letzten Jahr, hier die Noir-Variante, einfach mit diesem ja, Ringgrip-Elementen dort. Ich fand den Dart vom Anfassen her ein bisschen klobiger, ein bisschen dicker, wesentlich glatter. Und ja, vielleicht ist es jetzt genau abgestimmt auf Dimi, vielleicht wird es damit noch besser. Ich bin gespannt, ich traue Dimi übrigens für die WM dieses Jahr alles zu und ja, wir gehen mal ins Gameplay. Das Thema Wurf und das Thema, wie halte ich den Dart, ist natürlich extrem breit gefächert und da hat jeder so seinen individuellen Stil. Es gibt natürlich so ein paar Anmerkungen wie, je mehr Finger am Dart sind, umso stabiler ist es. Dimitri hat einen sehr, sehr coolen Wurf, auch mit diesem auf der Spitze, auf dem Übergang nochmal dieses Gewicht verlagernde oder so ja, vorzielende, sage ich mal, so ein kleines bisschen diese Haltung, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Gar nicht meins, egal ob jetzt die Gen 1 Variante oder die Limited Edition, geben euch natürlich extrem viele Möglichkeiten, denn wir haben halt diesen kompletten Übergang mit dem Grip verarbeitet, sodass ich auch vorne halt
gut einen Finger, je nachdem auch welchen ihr da anlegt, ob ihr den oben drauf legt, seitlich anlegt oder sogar noch so ein kleines bisschen weiter vorne oder so mit zwei Fingern. Das bleibt da vollkommen gleich, also er fasst sich halt vorne auch wirklich hier bis zur Mitte, bis der Nano-Grip auf der Spitze beginnt, auch sehr, sehr stramm und griffig an. Ist natürlich auch der Gripbereich, der sich am ehesten natürlich abspielt, wenn ihr dann schön gruppiert. Genauso kann ich aber auch ganz weit nach hinten gehen. Also bei der Gen 1 Variante bis hier hinten in den Shark-Grip oder auch bei der Limited Edition sogar noch bis auf den Shaft, weil halt auch noch dieser Nano-Grip mit eingefräst ist. Also es ist irgendwie für jeden was dabei, egal ob ihr mittig, hinten, vorne greift. Ich habe es mal so ausprobiert, dass ich ganz weit nach hinten bis an den Schaft gegangen bin. Die normale Position bei mir ist, dass ich den Daumen eher unten drunter lege und den Dart eher so greife, beziehungsweise eher so ist mein Wurf. Also ich habe den Daumen hier hinten untergelegt, den Zeigefinger oben drauf, bis so ein bisschen seitlich rechts. Deshalb werfe ich auch eher so ein bisschen nach links rüber und gleiche das so ein bisschen durch mein Stehen, durch meine Position am Oki auch aus. Habe den Mittelfinger unten, vorne unten drunter liegen und habe auch jetzt bei meinem aktuellen Setup, was ein Michael Smith Dart ist, den Griff sogar auch ein bisschen weiter nach vorne. Das heißt, mein Mittelfinger liegt auch tatsächlich fast hier so im Spitzenbereich auf und da merke ich das. Ich habe auch für euch beim Wurf mal ausgetestet, mal oben drauf, mal wirklich extrem weit vorne greifen. Es ist alles drin, also könnt ihr euch drauf freuen, egal wie ihr den Dart greift, bei dem ist alles drin. Sagt doch einfach nochmal, dass mit dem Dart alles drin ist. Bei dem ist alles drin. Und ich nehme euch halt einfach mal mit ein bisschen in mein Training mit den neuen Darts. Bei mir stand heute auf dem Plan, so ein kleines bisschen die wirklichen Basis-Finishes zu spielen, also sprich hauptsächlich 50 Punkte zu checken, zwei Darts. Ich habe erstmal ein bisschen Gefühl gesucht mit dem Dart, so Richtung 18, Richtung 16, Richtung 8. Habe das Ganze dann aber auch ein bisschen kombiniert, ein kleines bisschen around the clock, also 1, 2, 3 mal 8, 9, 10, einfach mal so zwischendurch so ein bisschen diesen Wechsel, auch dann die Höhe einzuschätzen wie hier, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, also auch von diesem Bogen werfen, wie ihr es gerade gesehen habt, in der Slow-Mo so ein bisschen wegzukommen, so ein kleines bisschen den Dart weiter vorne zu greifen, so ein bisschen mehr straight drauf zu gehen, dass der Dart auch ein bisschen flacher im Board steckt. An sich war ich ganz zufrieden. Ich habe jetzt hier die Laufwege rausgeschnitten. Das ist aber ziemlich alles hintereinander so passiert, wie es jetzt hier ist. Also einfach immer wieder diese Ablenkung. Ihr habt jetzt gesehen, 1, 2, 3, jetzt gehe ich wieder auf die 18, ich glaube, dann entscheide ich mich für 4, 5. Also ich variiere das dann so ein kleines bisschen und immer und immer und immer wieder. Und ich sehe halt dann auch, je mehr ich mit so einem Dart spiele, umso mehr Gefühl kriege ich dafür und umso besser stecken die dann natürlich auch im Board. Jetzt hier wieder 18, 16, also auch ganz bewusst dieses, ich gehe nach oben aufs Board, ich gehe nach unten aufs Board. Gar nicht mal so sehr ins Scoring, das gleiche ich natürlich auch mal zwischendurch kurz ab. Gerade wenn ich jetzt hier zum Beispiel in zwei Darts einfach mal dann gecheckt habe, dann gönne ich mir auch mal eine kleine Runde in Scoring, guck mal, wie der Dart oben steckt, wie die Flugbahn ist und da hat mir die 80% Variante sehr gut gefallen. Allerdings, ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Grip hinten, das bekomme ich natürlich durch die Gen 1 Variante. Das klappt hier sehr schön. Zwischendurch wieder der Abgleich dann oben. Nur das Scoring mit dem Dart zu zeigen, finde ich halt einfach auf Dauer irgendwie ein kleines bisschen langweilig. Und deshalb nehme ich euch auch hier ein kleines bisschen mit in die Trainingsroutine von mir. So wie jetzt halt mit diesen kleinen Checks diese Genauigkeit zu finden. Daran zeigt sich bei mir häufig, wie gut liegt mir ein Dart. Die Spitze, die solltet ihr auf jeden Fall irgendwie wechseln. Also diese glatte Swiss Point Spitze ist so ein bisschen wie, ja, ich sag mal so ein Ferrari mit Alufelgen oder so. Funktioniert vielleicht, aber gut halten, ja. Die paar Euro sind da für eine Gripspitze auf jeden Fall gut investiert. Jetzt haben wir noch einen richtig coolen Wurf dabei. Da bounced der letzte Dart so schnell nach oben, dass die Kamera es fast nicht eingefangen bekommt. Hätte der zweite Dart vielleicht schon noch das Trippelfeld getroffen, wäre es, glaube ich, die 180 meines Lebens gewesen. Aber so
sieht man das wirklich sehr selten. Es gab mal einen Wurf, ich kann mich aber nicht genau daran erinnern, welches Spiel es war. Da war es auf der Bühne ziemlich ähnlich. Und ja, damit kommen wir jetzt so langsam hier mit der 80%-Variante zum Ende. Ihr seht, das Steckverhalten der Darts wird gleichmäßiger, die Präzision wird dort auch besser. Und so langsam fühlte ich mich dann auch damit wohl. Dart habe ich so ungefähr 6 bis 8 Stunden, würde ich sagen, gespielt unterm Strich. Und jetzt wechseln wir einfach mal zur Gen-1-Variante. Und da seht ihr nochmal den 80%igen mit dem Gruppieren, wie es dann so am Ende nach dem Training aussieht. Jetzt sind wir bei der Gen 1 angekommen. Ich habe das Original-Setup schon verschossen, deshalb habe ich mich hier für eine L-Style-Variante entschieden, habe aber den normalen Pro-Gripschaft weitergespielt und das war jetzt direkt im Anschluss. Also ich war quasi schon warm und so flogen die Darts dann halt auch schon sehr, sehr schön und präzise ins Board. Ja, mit der Höhe ein bisschen, wie gesagt, Probleme gehabt, aber das konnte ich dann irgendwann doch ein bisschen ausmerzen. Hier haben wir einen schönen Wurf hintereinander, 125. Und jetzt lasse ich euch auch den Laufweg drin, denn der nächste Wurf kommt quasi direkt wieder. Triple 20, 5, Triple 20. Ja, und so war das dann auch mal ein schönes Erlebnis, was dann direkt super bestätigt wurde mit dem kommenden Wurf, mit der 26 hier. Ja, so ist das manchmal. Da lächle ich das dann auch leicht weg. Wir schauen uns mal die Gen-1-Variante von der Seite an. Also ihr seht, der Dart steckt relativ steil im Board. Er ist super schnell unterwegs. Also je weiter ich ihn mittig oder vorne greife, umso mehr Power und Kraft kann ich dann doch übertragen. Werfe ich den eher in dieser Bogenlampe, so wie hier, dann steckt er relativ steil im Board. Und das ist sehr bouncer-anfällig, aber ich habe halt auch so genau den Unterschied. Ihr seht hier den unteren Dart einmal im Bogen geworfen und ihr seht dann einmal darüber vorne gegriffen, wie viel flacher er dann doch steckt. Ne? Hier nach oben geworfen habe ich natürlich extrem viel Platz zum Gruppieren. Daher ist es auch eher so mein Wurfstil und damit fand ich mich dann einfach so über die Zeit hinweg einfach mehr und mehr mit rein, viel feinfühliger geworden. Und auch wesentlich präziser. Also ich hatte dann binnen von kürzester Zeit hier gute Würfe mit dabei. 180 ist bei mir tatsächlich ausgeblieben. Das hatte mich ein bisschen gewundert, aber es war an dem Tag auch nicht das Ziel. Es war das Ziel, diese Präzision reinzukriegen, wirklich die Checks zuverlässig irgendwo zu gestalten und die Höhe besser kontrolliert zu bekommen, dass er mir nicht oben viel weiter übers Trippelfeld fliegt, als ich tatsächlich dann möchte. Und somit war das doch ein erfolgreiches Training. Ich habe dann nochmal hier ein bisschen Bullseye gemacht. Das funktionierte auch sehr, sehr schön. Weiter vorne gegriffen und so konnte ich dann straight durchziehen und wirklich die Kraft nutzen, um nah ans Bull zu kommen oder halt in Single Bull Bullseye. So, und für alle die wissen wollen, was ist in der Limited Edition drin? Wir haben hier einmal die Verpackung von der 975er Serie. Wir haben hier einmal das Emblem mit dem neuen Dimitri Vandenberg Dreammaker Logo. Dann Limited Edition, hier die Nummer 532 von 2500 limitierten Darts, 90% Tungsten, 23 Gramm von Target. Magnetverschluss und das Ganze klappt sich auf. So, hier haben wir einmal die Darts. Einmal seht ihr hier bei dem Dart, anders als bei der GN1, die Beschichtung. Da haben wir einmal diese Zirconium-Beschichtung. Die Farbe ist hier auch so ein kleines bisschen heller, also fast so ein kleines bisschen beige gehalten, halt so typisch dieses sandfarbene, dann auch mit dem speziellen Schaft hinten, der Titanschaft mit dem leichten Nano-Grip. Schön, sehr schöne Teile. Limitiertes Tacoma Wallet. So, da haben wir es einmal. Ihr seht das von den Farben her gut, wie es aussieht. Und wenn wir hier nochmal ins Zubehör gehen, finden wir nochmal Ersatzflights, dann einmal das Swiss Point Tool, auch angeglichen von der Farbe. Paar Ersatzspitzen, dann hier hinten für den Schaft noch Zubehör und das Ganze natürlich limitiert. 149 Euro.
meines Erachtens nach gut investiert und auch fair vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Raymond von Barneveld Edition war genau gleich im Preis. Cool, was wir noch haben, klar, darf man nicht vergessen, für alle Sammler und Fans, einmal das Zertifikat und einmal, klar, signiert von Dimitri. So, ich habe so Bock auf den Dart, ne? Also, ihr glaubt's nicht, ne? Mir ist gerade eben hier ein Schaft abgebrochen. Den pulle ich da jetzt mal raus oder auch nicht. Vielleicht ist das aber auch das Zeichen dafür, dass ich sage, komm, hey, ich spiele die. Weil ich erwarte noch ein zweites Set und ich habe da irgendwie Bock drauf, weil ich schon im Wurf gemerkt habe, ich möchte hier einen Grip haben und dann kann ich auch direkt den Schaft da nochmal austesten. Also Wertminderung oder Wertminderung für mein Set in 3, 2, 1. Und natürlich Wertsteigerung für eure anderen 200, Wertsteigerung für eure Sets, die anderen 2499 Stück, weil meins ist ja jetzt bespielt, ne? Wenn ihr euch jetzt so ein cooles Teil ja, angeschafft habt oder eins der anderen Sets von Target, dann lasst sie doch einfach auch auf der Target-Seite registrieren. Das schauen wir uns dann hier einmal genauer an. Ihr seht hier einmal die Startseite. Dort habt ihr oben auch einen Kundenbereich. Das heißt, ihr legt euch ganz einfach ein Kundenkonto an. Die Garantie einzutragen ist gar nicht so schwer. Ihr geht einfach hier auf euer Profil, findet dort neues Produkt registrieren, sucht dann einmal dort, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Dimitri Vandenberg raus, guckt dann welches Modell. Achtet dabei auch genau auf die Grammzahl, zum Beispiel jetzt hier 23 Gramm, damit ihr auch den richtigen im Profil eingepflegt habt und klickt einfach auf das Produkt. Der fragt dann nochmal kurz ab mit einem großen und größeren Bild, ist es auch wirklich das Produkt, was ihr euch zugelegt habt. Und dann fügt das einfach in euer Profil dazu und so wie ihr hier oben seht, zum Beispiel in Steven Bunting in 12 Gramm, den habe ich mal abgegeben, den könnt ihr dann auch einfach halt wieder rauslöschen. Einfach nur als kleines Beispiel an der Stelle. Sollte da mal was mit euren Produkten sein, findet ihr auch sonst immer noch auf der Rückseite. Auf der Rückseite auch nochmal die Seriennummer, die fragt Target dann in der Regel ab. Ich hatte den Fall einmal, Austausch hat tipptopp innerhalb von 2 Wochen mit Versand und allem klasse funktioniert. Vielen Dank an der Stelle dafür. Jo, das nochmal als kleinen Tipp nebenbei, einfach registrieren lassen, Garantie fertig. Und auch heute ist mal wieder was in meinem Briefkasten gelandet. Wie ihr schon im Video gesehen habt, ich trage heute das coole Shirt von der Stilikone. Die haben jetzt ihren eigenen Shop online gesetzt. Ich habe ja auch noch den passenden Aufkleber dazu. Der kommt natürlich hier mit in meine Sammlung. So. Also, mega coole Designs. Schaut mal im Shop vorbei. Ja. Die neue Dimitri Vandenberg Dart Range von Target ist auf jeden Fall was, was sehr interessant ist. Was mich bei der 80% Variante extrem stört, ist die glatte Spitze, die glatte Swiss Point Spitze. Es ist halt einfach so, dass sie sehr anfällig ist zum Rausrutschen, kaum Halt findet. Also da ist die DX-Spitze auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erweiterung oder viel, viel sicherer. Genauso wie jede Diamond-Spitze, die ihr da als Swiss Point-System draufbauen könnt. Flugverhalten ist in Ordnung, allerdings wer wirklich ein bisschen mehr Grip möchte, verzichtet auf die 80% Tangsten-Variante, geht direkt auf die GN1. Die GN1-Variante hat mich sehr überzeugt. Also egal, ob jetzt die normale oder ich habe ja auch die Limited Edition hier gespielt, ich finde den Flug von diesem Dart einfach extrem cool. Diesen hohen Bogen, diese große Welle, diese Bogenlampe, die man damit wirft, bis der Dart dann oben ins Board reinkommt. Ihr habt es in den Slow-Mo-Videos gesehen. Das ist genau mein Wurfstil, das ist genau mein Steckverhalten vom Dart. Aber auch da komme ich leider auch auf den einen oder anderen Bounce natürlich, wenn ich so spiele. Deshalb, als ich den Dart weiter vorne gegriffen habe, die Spitze mitgenutzt habe, bekommt der Dart dadurch einen extremen Schub. Also ich bekomme irgendwie viel mehr Kraft übertragen. Der Dart steckt ein bisschen flacher und gerade im Board und das habe ich so ein bisschen ausgelotet für mich, gerade wenn es ums Ausbullen geht oder wenn es auf ein konkretes Doppel geht, wo ich nicht unbedingt mit so einem Schwung, mit so einem Bogen unbedingt hinwerfen möchte, weil mir das zu heikel ist. Ansonsten hat sich das sehr, sehr gut bewährt. Es hat mega viel Spaß gemacht, diese Darts zu spielen und ja, ich werde sie auch mal länger testen. Also mal schauen, was sich da noch so ergibt, wie der Grip hält. An sich sehen die Darts gut aus. Also klar, vorne so ein paar kleine Abschürfungen, die bleiben halt nicht aus, die Kampfspuren. Aber da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen, egal von welchem Hersteller jetzt.
Da schneiden die wirklich gut ab. Ich finde Preis-Leistung für das, was man da an Grip und Technik kriegt, sehr, sehr gut. Ich finde es sehr cool, dass Target Dimitri aufgenommen hat. Und ja, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch folgen wird. Und ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren der coolen Darts. Good Darts, bis zum nächsten Mal. Euer Dart-Rosser.